Hallo, herzlich willkommen. Was ist der Vorschlag für die gute Tat heute? Das ist mal ein ganz anderer. Wir würden euch vorschlagen, kauft einfach mal bei einem dieser Gebrauchthändler richtig klasse Bücher, richtig klasse CDs, DVDs zweiter Hand. Schaut euch die selber an und teilt die dann gemeinsam mit euren Freunden, Bekannten oder auch mit den Hausbewohnern. Zum Beispiel über so eine Hausbibliothek. Dazu reicht auch ein ganz normales Bücherregal, was ihr dorthin stellt, entweder am Dachboden oder auf einem kleinen freien Platz im Haus. Und darüber könnt ihr die Sachen dann tauschen. Wie das gehen könnte, gebe ich euch nachher gleich noch ein paar Informationen und Links. Also danke und ich würde mich freuen, wenn auch hier viele mitmachen, damit viele auch tolle Bücher, tolle CDs kennenlernen, auf die sie sonst vielleicht selber gar nicht so gestoßen wären. Ich möchte noch ganz kurz zeigen, wie er zu dieser Idee von der Hausbibliothek kommt und zu Informationen, die man da mal verwenden kann. Hier bei Lebenswertes Chemnitz befindet sich unter Projekten die Hausbibliothek. Wenn man da drauf geht, findet man dann unten auch Hinweise dazu, Hintergründe und sonstige Informationen. Man findet aber auch, wenn man eine Idee sucht, welche Bücher vielleicht interessant sein könnten, eine so eine Bücherliste zum Start, die man als, auch als Excel-Dokument downloaden kann, weiterführen und für sich verändern kann. Und auch gibt es ein Dokument für ein paar Regeln, wie dieses Regal genutzt werden soll im Haus. Die kann man auch beliebig dann erweitern, ändern, abändern und so weiter. Das ist das, was ich aus den Erfahrungen zusammengestellt habe. Also ihr könnt das dann nachmachen, auch das sind freie Inhalte. Und ich würde mich freuen, wenn es in vielen Häusern sowas in Zukunft geben würde.